Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Terraformers hier auf meinem Kanal. Das ist Folge 4 mittlerweile und wir stehen jetzt vor den Problemen Atmosphäre, Meeresspiegel, Sauerstoffgehalt und Temperatur und versuchen die hier so ein bisschen auf unserem Planeten in Einklang zu bringen, beziehungsweise erstmal überhaupt aufzubringen. Und unser Planet hat noch gar keine Atmosphäre. Und das wollen wir jetzt aufbauen. Dazu brauchen wir zum Teil auch noch die CO2-Fabrik. Genau, mit Expansionen. Ist wirklich Expansionen gemeint, ne? Okay, das ist eigentlich ganz nice. Und dann haben wir ja noch die öffentlichen Bäder und das Wohnmodul. Das wollten wir ja hier in JTown errichten. Da wollten wir ja hier die Bäder errichten, um mehr Unterstützung in der Nachbarschaft zu generieren. Und wollten dann hier noch das Wohnmodul bauen. Okay, das war ja der Plan für diese Folge. Wenn Sie eine Mine haben, produzieren Sie sofort 5. Nee, das macht keinen Sinn. Das macht erst später Sinn, wenn man so viel Zufriedenheit aufbaut, dass man sich das leisten kann. Plus 4 Atmosphäre und plus 4 Wärme. Erkunde einen Standort und erhalte Wissenschaft. Wir brauchen ja theoretisch Titan. Schauen wir doch mal, wo wir vielleicht Titan abbauen können. Das würde hier gehen. Und das war's dann auch schon. Ich habe auch noch eine große Menge Nitrat. Das brauchen wir momentan eigentlich nicht. Ansonsten könnte ich halt die Atmosphäre erhöhen. Wäre auch nicht so schlecht. Würde ich mich auch sehen, theoretisch. Und erkunden können wir mit dem Erkundungssatellit. Den haben wir ja auch noch. Dann würde ich sagen, wir machen 4 davon. Und was war das noch? 4 Wärme und 4 Atmosphäre. Genau. Haben wir jetzt aufgebaut. Das ist schon mal gut. Und Wärme können wir nämlich dafür ausgeben. Das habe ich gestern dann gesehen. Dass wir hier. Das können wir hier öffnen. Und dann können wir hier Bakterien erforschen. Mindestvoraussetzungen sind 2 Temperatur und das gibt uns 2 Atmosphäre pro Runde. Aber das dauert, das dauert 8 Runden, um sich aufzuladen. Okay. Gut. Gut. Dann dauert das noch ein bisschen, bis wir das haben. Ja. Nahrung will ich eigentlich jetzt so viel wie möglich haben. Wir machen mal hier Silizium. Tritium ist das? Was war denn? Ne, Silizium gab es gerade, ich sehe ja nicht. Silikat gab es hier, okay. Ja, also wir tauschen Tritium gegen Energie. Energie brauchen wir ja nun mal für die CO2-Fabrik dann auch. So, und dann brauchen wir Titan. Ich würde sagen, wir forschen weiter hier nach Richtung oben erstmal. Hier kriegen wir alles so ein bisschen. Ja, ist aber nicht wirklich das, was wir brauchen. Könnten uns nochmal Zufriedenheit holen. Oh, machen wir das doch mal. Obwohl, Zufriedenheit haben wir relativ viel. Ich gehe mal hier oben lang, weil ich wissen will, was es hier noch so gibt. Okay. Felsige Ebene haben wir hier. Da könnten wir also theoretisch nochmal irgendwas hinbauen. So, das ist eine Aufladezeit. Hier können wir nicht weiter viel machen. Kostet 8 Energie. Und hier an dem Standort hatten wir ja eine felsige Ebene. Da hätten wir theoretisch das hier bauen können. Eine Handelsroute. Und bauen dann den weg. Das wollte ich ja machen. Dann haben wir hier den Landeplatz. Das heißt, wir haben ein mehr Handel. Dann handeln wir davon 2. Und nochmal in Energie mehr.
Ja, machen wir so. Dass wir wirklich hier auf Energie kommen. Das ist, glaube ich, erstmal so das Wichtigste. Was ist das hier oben? Ach, das ist seine Fähigkeit. Alright. Dunlay Group. Die Dunlay Group, einer der größten Nahrungsmittelkonzerne der Erde, bietet den Bau eines Hochtechnologielabors an. Vor einigen Jahren gab es negative Reaktionen auf den Versuch des Konzerns, die DNA-Sequenz gewöhnlicher Pflanzen und Tiere urheberrechtlich schützen zu lassen. Diese Großzügigkeit könnte ein Versuch sein, die Aufmerksamkeit zu erregen und Skandale zu vertuschen. Dunlay Labor, was bringt uns das? Wissenschaft, benachbarte Nahrung erzeugen plus 1 Nahrung pro Runde. Das ist nice. Wir nehmen mal ruhig das. Was hat das hier? Das kostet 22 Silikat. Ja, habe ich halt nicht. Okay, Nitrat. Und hier haben wir noch mal. Oh, das ist auch nice. Das ist ja noch fast besser als Beta, ne? Was macht Beta? Beta gibt 5 Unterstützung pro Runde und plus 2. Und das gibt plus 3 Unterstützung pro Runde. Und das ist halt viel billiger an sich. Aber das kostet halt nur Wasser. Nehmen wir einfach erstmal so mit, wie es ist. Und dann haben wir hier das Dunlay-Labor erhalten. Ah, das kostet auch noch 27 Wissenschaft, okay. Ja gut, dann haben wir das für später. Macht Sinn, noch irgendwas zu erforschen? Theoretisch brauchen wir halt immer noch. Was ist denn hiermit eigentlich? Hier einen Tagebau hinbauen, das wäre halt auch insane. Aber da wären wir halt so weit weg. Wir könnten hier natürlich eine Stadt gründen. Dafür brauchen wir Nahrung. Das werden wir mal angehen. Und um Nahrung zu errichten, brauchen wir ein Gebäude, das die Nahrung boostet. Das wird das hier zum Beispiel. Oder das, was wir gerade weggeklickt haben. Perfekt. Okay, wir machen erstmal Atmosphäre und Wärme hoch. Abklingzeit sollte ja hier jetzt. Nee. Warum geht denn das noch nicht? Werden zunächst in der Lösung gezüchtet. Warum geht das noch nicht? Geht er noch nicht? Geht halt noch nicht. Ah, noch, jetzt so geht's. Lol. Ah, und jetzt kann ich bestimmen, wo das sein soll, oder wie? Gerade ging das doch. Gerade konnte ich es doch auswählen. Ah, ja. Wähle ein Klimaareal. Machen wir das doch mal hier. So, jetzt haben wir Leben verbreitet. Mal schauen, was uns das bringt. Also 2 Atmosphäre pro Runde, klar. Aber bringt halt minus 2 Temperatur, aber nicht pro Runde, sondern einfach nur generell. Okay. Das heißt, die Atmosphäre wird jetzt weiter aufgebaut. Wir können auch das hier machen, theoretisch. Wir können aber auch erkunden, was ich eher machen würde. Weil wir brauchen wirklich noch ja, ein paar Rohstoffe. Die sind hier aber alle zu weit weg, als dass sie mir wirklich gefallen könnten. Deswegen gehen wir mal dafür. Und gucken mal, wo es hier weitergeht. Okay. Gut, der Satellit lädt sich noch auf. Das haben wir alles gemacht erstmal. Das können wir halt machen, aber das brauchen wir erstmal so nicht.
Nicht so dringend, weil wir haben ja Unterstützung erstmal. So, Silikat habe ich ja nicht. Dann haben wir hier zwei Handelsrouten, würden hier stattfinden. Und hier haben wir ein Nitrat pro Runde, je drei Bevölkerungen in der Stadt. Ich glaube, dann entscheide ich mich lieber dafür. Auch wenn uns das erstmal so nichts bringt im ersten Moment. Gut. Energie kriegen wir ja plus 2. Ich würde sagen, wir tauschen das mal gegen Titan jetzt aus. Wir holen uns mehr Titan noch. Und beenden damit schon unsere Runde, glaube ich. Ich glaube, so viel können wir jetzt sowieso hier nicht machen gerade. Weiter geht's. So, hier haben wir nochmal Energie, kostet das und bringt uns 2 Atmosphäre pro Runde. Atmosphäre pro Runde haben wir aber relativ gut. Das hier könnten wir noch machen. Ich glaube, das hier wäre eigentlich noch das mit so das Niceste. Nochmal ein Wohnmodul, obwohl ein Wohnmodul haben wir an sich schon. Können auch für Energie gehen, brauchen wir aber momentan auch relativ viel. Und davon haben wir halt nicht so viel. Bringt uns aber 3 Unterstützung und plus 1 Nahrung pro Runde. Vielleicht auch gar nicht so schlecht, und Wissenschaft und Nitrat brauchen wir erstmal für nichts anderes. Gut. Dann kann ich jetzt was weit entferntes nehmen. Zum Beispiel das hier nämlich. Und gucken, wo es hier hingeht. Okay. Dann könnten wir auch noch woanders hin expandieren. Wo ist es denn nicht so teuer? Hier kostet es nur 2. Gehen wir mal hier hin. Hier kriegen wir auch nochmal Titan. Und eine Höhle haben wir wieder entdeckt. Nice. Also ein Standpunkt wäre das für uns jetzt hier. Hier wäre auch eine Höhle, aber hier wäre halt weiter weg. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und das wäre noch in unserer Klimazone hier drinne. Gar nicht so schlecht. Okay, das könnten wir jetzt bauen mit der Unterstützung. Brauchen wir aber erstmal so nicht. Ich würde eher auf die Expansionen gehen. Und noch ein paar mehr Sachen abbauen. Machen wir das erstmal. Gehen wir erstmal auf die Expansion. Aber aus von dem aus hier? Nee. Ich hätte gesagt, wir bauen die City hier. Dann bauen wir die Expansion. Und dann können wir hier beliebig irgendwo hin expandieren. Ein bisschen weiter weg vom Schuss, damit wir hier nicht so dicht sind. Guck mal, die Cities sind relativ dicht beieinander. Ich glaube, das macht mehr Sinn, wenn wir die City relativ weit wegbauen. Die können wir ja nun mal vom Schuss abbauen. Das ist ja egal. Und dann, ne, dann brauchen wir jetzt eine Nahrung in der nächsten Runde. Damit wir hier 7 haben. Damit wir dann die erkunden können, das bauen können. Und dann machen wir das alles nächste Runde. Soweit, so gut. Okay. Biotechnischer Fortschritt. Deine Wissenschaftler erzielen mittels Biotechnik Fortschritte hinsichtlich der Anpassung an das Leben auf dem Mars. Sie haben mit unterschiedlichen genetischen Variationen experimentiert und stellen nun die beiden vielversprechenden Kandidaten vor. So, was können denn Bakterien? Die geben uns Sauerstoff. Nee, die brauchen Sauerstoff und geben Wissenschaft in der Runde, wenn in der Klimazone eine Stadt liegt. Und dann haben wir noch Temperatur. Das gibt uns Titan pro Runde. Titan brauchen wir momentan mega viel. Deswegen nehmen wir das. Resonanzstation brauchen wir Silikat. Haben wir momentan nicht. Aber wir können uns den Effekt trotzdem mal angucken. Energie, benachbarte Gebäude, plus 1 Energie, okay.
Hier kriegen wir Unterstützung pro Runde. Das ist auch. Oh, das ist insane. Das ist insane. 4 und in der Umgebung auch nochmal plus 4. Okay, dann nehmen wir das und warten dann, bis wir irgendwann mal. Okay, ich muss eine in die. Obwohl, nee, wir können ja gleich bauen. So, wir bauen jetzt erstmal. Wir gründen hier eine. Alle benachbarten Standorte müssen erkundet worden sein. Ah, okay. Da war ja was. Da war ja was. Dann. So hier. Und nächste Runde mit dem Satelliten dann. Ne, geht noch nicht, gar nicht. Und nächste Runde das hier und dann können wir es erst bauen. Gut, dauert jetzt ein bisschen länger als gedacht. Können wir 14 Wasser ausgeben? Ne, dann haben wir nicht genug. Nächste Runde. Aber wir können Wasser importieren, theoretisch. Hätten wir, glaube ich, aber nächste Runde auch nicht genug. Dann warten wir erstmal. Dann gehen wir auf Titan und warten erstmal mit dem Bart. Das kann erstmal warten. Die Unterstützung. Gut. Ich kann nur 8 Projekte haben. Ich muss diese Runde theoretisch was bauen. Ah, das will ich ja im neuen bauen. Aber das hier kann theoretisch. Obwohl, das wollte ich auch im neuen bauen, damit ich da mich ausbreiten kann. Das würde mir jetzt hier nicht so viel bringen. Wissenschaft und Nitrat, das kann ich eigentlich ausgeben. Das gewährt 3 Unterstützung pro Runde und eine Nahrung pro Runde. Das kann ich eigentlich machen. Hier will ich ja das hier hinbauen. Das heißt, wir müssten theoretisch das hier wegmachen und könnten dann das hinbauen. Ach, stimmt, und wir haben ja die Bakterien noch. Ah, nee. Ah, okay. Ich kann hier raufgehen, kann mir die angucken. Und dann sehe ich, wie viel Abklingzeit die haben. Und dann kann ich erstmal in den Runden keine Bakterien mehr rausschütten. Okay. Okay, jetzt habe ich das gerafft. Gut, dann nächste Runde. Uff, minus 15 Unterstützung. Halleluja. Gut. Ja, auch cool. Ich mach mal das hier. Das finde ich eigentlich ganz interessant. So, jetzt können wir aber hier eine Stadt gründen, wenn wir das hier erforschen. So, Silikat, Energie, sehr schön, dass wir da auch noch Energie gefunden haben. Und jetzt können wir hier unsere City bauen und die heißt J-Town Ost. Die hat die Farben gelb. Zack. So. Und jetzt können wir in J-Town Ost unser Hauptquartier platzieren. Das machen wir hier außen. So. Und dann können wir. Die Expansion theoretisch bauen. Was hatte ich gesagt? Das Wohnmodul wollen wir dann bauen. Das können wir dann auch noch bauen. Das war ja das Stronge. Okay. 3 Expansionen theoretisch erstmal.
Ja, wir machen erstmal drei Expansionen. Das will ich aber nicht unbedingt hier hinbauen, weil hier haben wir. Wohl, wo haben wir denn noch eine richtig gute Kreuzung? Das baue ich mal hier oben hin. Hier. So, jetzt haben wir drei Expansionen. Und zwar können wir zum einen hier hin. Zum einen hier hin. Und zum einen. Ja, den könnten wir uns eigentlich noch aufheben und könnten dann dahin. Obwohl der schon wieder eins weg vom Schuss ist. Da schaue ich mal dann nach, wie ich das mache. Den hebe ich mir mal kurz erstmal auf. Okay, der war ja hier der Strongste, ne? Ja. Gut, was brauchen wir denn hier, um das abzubauen? Titan. Das wäre eigentlich ganz wichtig. Das werden wir machen hier nächste Runde. Erkunden habe ich. Das habe ich auch noch offen. Dann würde ich sagen, erstmal nächste Runde. Eine Energie. Okay. Das war das mit der Nahrung. Und das war Wissenschaft. Das können wir theoretisch auch nochmal nehmen. So, jetzt haben wir den Erkundungssatelliten. Brauchen wir den? Ja, den nehmen wir mal für hier. Dann haben wir nämlich genug Titan. Könnten auch natürlich Titan abbauen. Ich glaube, das würde uns erstmal mehr bringen. Haben wir hier eine Mine hin und bauen dann nächste Runde da die Mine hin. Jawohl. So, jetzt muss ich mal überlegen, was wir brauchen. Jetzt muss ich erstmal überlegen, was wir brauchen. Wasser. Damit wir nächste Runde Bäder bauen können. Beziehungsweise wollte ich ja eigentlich eher das hier bauen. Das heißt, wir brauchen keinen Titan nächste Runde. Ah doch, warte mal. Das wird exportiert. Und das wird importiert. So, damit ich nämlich auf das hier komme. Und dann wollte ich ein Wohnmodul noch hier hinbauen, damit wir. Obwohl, muss nicht unbedingt sein. Wir brauchen ein Wasser, damit ich das hier nächste Runde bauen kann. Die Bäder, die baue ich dann hier hin. Und dann reicht das aber auch erstmal. Und dann können wir uns mit den Wohngebieten auf hier fokussieren, damit wir hier ein bisschen vorankommen. Obwohl wir es hier auch nicht wirklich brauchen. Also wir brauchen es hier an sich nicht. Wir können hier einen Industriestandort machen, was das angeht. Deswegen, da muss ich kurz mal taktisch clever nachdenken. Zwei Wissenschaft erhalten wir hier noch, wenn wir ein bisschen rumdriven. Deswegen machen wir mal noch das. Oh ja, Titan. Sehr gut. Hier können wir eine Stadt bauen und dann Titan. Auch nice. Wir könnten jetzt theoretisch auch das bauen. Ja, macht aber auch nicht so wirklich großen Unterschied zu dem hier. Außer dass es auf Strahlung gut geschützt ist. Hier haben wir noch wie viel Abklingzeit? Drei Runden. Drei Runden haben wir ja gerade erst benutzt. Gut, dann gehen wir eine Runde weiter, würde ich sagen. Ah, ich kann nur 8 Projekte gleichzeitig haben. Fair enough. Fair enough. Was schmeißen wir denn dann weg? Schmeißen wir erstmal das hier weg.
Okay, Runde 28. Eieiei. Die Folge ist doch schon wieder 25 Minuten lang. Wir wählen jetzt hier nochmal ein Teil aus, ein Projekt. Schauen wir mal, hier können wir Bakterien verbreiten. Ist die Abklingzeit dann geringer? Das würde mich wundern. Oder frage ich mich. Eine Schule könnten wir bauen. Wissenschaft und Nahrung. Zwei Unterstützung pro Runde. Das ist doch auch nicht schlecht. Und sieben Unterstützung pro Runde und Bevölkerung und Nachbarschaft gewährt 1. Das ist auch ein relativ nices Gebäude. Das nehmen wir mal. So, und wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Da werden wir, kleiner Ausblick, diesen Standort hier jetzt kaufen. Beziehungsweise hier werden wir eine Stadt gründen. Dann möchte ich mich hier ein bisschen, ja, mit ein paar Gebäuden niedersiedeln. Und hier am besten noch eine Mine bauen, damit wir hier dann Titan abbauen können. Müssen wir natürlich vorher erstmal erkunden. Aber das wird so der Plan sein. Wir sind jetzt schon bei 89 Siegpunkten. Aber die Leute verlangen natürlich auch immer mehr ja, von uns sozusagen. Ihre Erwartungen steigen immer weiter. Deswegen müssen wir uns auch ein bisschen noch hier kümmern, dass wir hier dann das Bad in die Mitte bauen oder die Kuppel in die Mitte bauen. Und nochmal ordentlich an Unterstützung einheimsen. Das ist der Plan für nächste Folge. Ich hoffe, ihr seid dabei. Macht euch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.